So, nun beginnen wir mit dem Sauerkraut. Das ist handelsübliches Sauerkraut, wie Sie es überall kaufen können. Das sind 500 Gramm, fetten Speck in Würfel geschnitten, Kümmel, Zucker, einen halben Liter Gemüsebrühe, Piment, Majoran und Lorbeer. Als erstes lassen wir den Speck aus, bis er schön goldgelb ist. So, nachdem der Speck nun so ausschaut und ausgelassen ist, gut, geben wir die 500 Gramm Sauerkraut hinzu und löschen das Ganze mit der Gemüsebrühe ab. Nun würzen wir es mit Zucker, gemahlenem Kümmel, Lorbeerblättern, etwas Majoran und Piment. Gut durchrühren und leicht kochen lassen. Circa eine Viertelstunde. Wir empfehlen zu unserer Sauerkrautbeilage viel leckere Fleischgerichte, wie Eisbein oder Haxe. Ich wünsche Ihnen einen guten Appetit. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de